Think Big, die Nachwuchsinitiative der Bauma und des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA geht in die zweite Runde. Die Halle B0 des Münchner Messegeländes bietet auf 3000 Quadratmetern ein Programm rund um technische Ausbildung, Studium und Karrieremöglichkeiten in der Baumaschinenindustrie. Doch zurzeit gibt es Nachwuchssorgen, das weiß auch der Bundeswirtschaftsminister Gabriel, der die Bauma besuchte. Wir haben in Deutschland ein bisschen eine Fehlentwicklung in den letzten Jahren, dass so viele junge Leute glauben, nur über die Universität könne man ein anständiges Leben machen. Das stimmt nicht, sondern hier gibt es tolle Berufsperspektiven, Meister, Techniker hinterher, aber natürlich auch Impulse, technologische Impulse für die Wirtschaft. Mehr als 12.000 Schüler aus 230 Schulen haben sich angemeldet. Über ein Dutzend Unternehmen und Bildungswerke bieten Mitmachaktionen an und informieren über Ausbildungswege. Die großen Hersteller unternehmen viel dafür, junge Leute für ihr Gewerbe zu gewinnen. Wir haben zu wenig Jugendliche, die in den gewerblich-technischen Berufen rein wollen. Wir wollen das ändern, indem wir einmal hier um Think Big Stand sind, um einfach den Jugendlichen zu zeigen, zu schnuppern, hier, das ist nichts Schlimmes, das tut nicht weh, das macht Spaß, das ist richtig geil. Die Unternehmen stellen verschiedene Maschinensimulatoren und anderes technisches Equipment zur Verfügung, damit sich die Jugend ausprobieren kann. Die Mitmachaktionen erfordern technisches Geschick und Einfühlungsvermögen. Es ist sehr interessant. Also Wahnsinn, was die da extra aufbauen, nur dass die Jugendlichen sehen, was man da in Zukunft machen könnte. Also macht wirklich Spaß. Es war cool, dass man das selber ausprobieren kann, wie man mit dem Bagger umgeht. Und ja, es war gut. Von den Azubis zu den Profis. Das besondere Highlight auf der Bauma: Live-Wettbewerbe mit Weltmeistern und Vize-Weltmeistern aus Lehrberufen. Mit Fleiß und Akribie sind die ehemaligen Lehrlinge zum Weltmeister aufgestiegen. Ich bin Maurer Schallungsbauer. Und was ich daran mag, ist, dass neue Gebäude errichtet werden und dass man sieht, wo man dabei war. In meiner Arbeit kommt es darauf an, dass man genau ist, schnell ist und dass man seine Arbeit gut verrichtet. Die Voraussetzungen im Baumaschinengewerbe, die Karriereleiter hochzusteigen, sind gerade wegen des fehlenden Nachwuchses besser denn je. In Wahrheit ist es so, dass der Anteil der Studienabbrecher steigt und man mit einer klassischen Berufsausbildung, mit der man später noch Meister, Techniker oder auch ein Studium machen kann, oftmals wesentlich besser klarkommt. Es liegt nun an der Jugend, berufliche Chancen auf der Bauma oder nach der Bauma zu nutzen und sich für die Baumaschinenbranche zu interessieren.